Moin Moin aus Hamburg, willkommen zu einem weiteren Full Day of Eating auf unserem Channel. Ihr seht uns gerne essen, wir erfüllen euch den Wunsch gerne, weil wir auch gerne essen. Dieser Full Day of Eating findet noch in meinem Minicut statt, deswegen will ich dieses Video nutzen, um euch zu erklären, warum ich diesen Minicut überhaupt eingelegt habe, für wen der Minicut sinnvoll ist, warum man das überhaupt machen sollte. So, das Training ist durch, jetzt kann endlich gegessen werden. Ich breche jetzt das Fasten. Ich mache, seit ich den Minicut wieder verfolge, Intermittent Fasting in dem Sinne. Jetzt nicht 16 Stunden, wie es die meisten konventionell machen, sondern dass ich schaue, dass ich erst ab 12, 14 Uhr eigentlich nicht viel später esse. Das mache ich jetzt wirklich nur, weil ich einfach 700 Kalorien am Tag einsparen möchte. Und mir das einfach leicht fällt, am Morgens die Mahlzeit wegzulassen und dann den Rest des Tages eigentlich genauso viel zu essen wie vorher im Aufbau. Jetzt gibt es erstmal Pancakes. Ich habe wirklich schwer überlegt, ob ich heute wieder Pancakes mache, ob ich mal ein bisschen variiere, weil sonst wird es ja langweilig. Habe ich, glaube ich, auch im letzten Full Day of Eating auch schon gemacht. Aber ich habe gedacht, ich mache sie heute, weil ihr so oft danach gefragt habt und habe sie gerade abgedreht. Und das Video kommt am Freitag online. Und ich verpflichte mich jetzt dazu, bis Freitag ist es bei Facebook online. Das heißt, ich werde das Video, nicht nur das Full Day of Eating heute fertig machen, sondern auch das Rezeptvideo zu den Pancakes. Ja, freut euch drauf, geht jetzt auf Facebook hier und dann könnt ihr das Rezept sehen, ganz simpel. Und dann gibt es lecker Pancakes, auch für euch, schön fluffig, wie ihr seht. Als Topping für die Pancakes gibt es neben dem Sugar-Free Syrup, ich habe leider nur noch Apple Cinnamon Flavor, Blueberry schon ausgegangen, Butterscotch auch, kann ich alle empfehlen. Neben dem gibt es Schokopudding von Milram, ich hoffe, ihr seht das, der ist recht low in den Calories. Ich habe mich gegen das Snickers Caramel entschieden, was ich sonst hier drauf gemacht hätte und wenn das schön geschmolzen wäre. Aus folgendem Grund, ich habe nämlich ein bisschen überlegt, was es heute Mittag noch geben wird und seid gespannt, dafür muss ich halt ein paar Fette einsparen, aber das seht ihr später. Für die Micros gibt es noch mal Blaubeeren, ein paar Himbeeren. Hier seht ihr die Macros des Frühstücks, besser gesagt, also des Frühstücks zur Mittagszeit. Ihr seht das Vollkornmehl, dann ist da diese Mandelkokosmilch von Joya drin, 100 Gramm Magerquark. Zwei ganze Eier, diesmal kein Protein-Sludge sozusagen, der Fluff meine ich, den Fluff meine ich. Eiweiß waren zwei Eiklar getrennt, Himbeeren, Blaubeeren und dieser Schokopudding. Und wenn man sich jetzt schon mal nach der ersten Mahlzeit die Gesamtbilanz anschaut, dann sehen wir, dass ich schon in der ersten Mahlzeit ganze 20 Gramm Ballaststoffe abgedeckt habe. Wow, hätte ich nicht gedacht. Wahrscheinlich hat das Mehl schon relativ viel Ballaststoffe, schätze ich mal. So, für die nächste Mahlzeit muss ich noch ein bisschen was einkaufen. Was sehe ich da? Die Hähnchennuggets gibt es jetzt in der XXL-Packung. Ich kenne da ja eine Person, die sich freuen wird. Könnt ihr erraten, wer? Ich habe jetzt hier noch ein paar Schritte gemacht. Ihr habt es gerade gesehen. Hier bei uns gleich um die Ecke gibt es das, ich glaube, das Eppendorfer Moor ist das. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Ich wollte euch was zum Thema Minicut erzählen. Und zwar, was ist ein Minicut? Ein Minicut ist eigentlich nichts anderes als die Miniaturvariante einer richtigen Diät, wo man den Körperfettanteil sehr stark reduzieren möchte. Der Minicut ist eigentlich wirklich nur dazu da, wenn man in einem Aufbau ist, diesen Aufbau auch schon eine gewisse Zeit lang durchgezogen hat und dann einfach gemerkt hat, okay, durch den Kalorienüberschuss habe ich
irgendwann doch zu viel Körperfett aufgebaut. Ich bin aus so einer Range von, sagen wir mal, 8-15% rausgefallen, will den Bike aber weiterführen und mich auch wieder ein bisschen wohler fühlen. Und dafür ist so eine kleine Bike-Pause, kann man es eigentlich auch nennen. Ne? Es gibt ja auch einen Diet-Break, ich würde es dann eine Aufbaupause nennen. Wie lange sollte sowas dauern? Also ich würde euch empfehlen, 3 bis maximal 6 Wochen. Solltet ihr dann nämlich länger als 6 Wochen brauchen, um die entsprechende Körperkomposition wieder zu erreichen, dann macht ihr im Aufbau definitiv etwas falsch. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich deutlich zu viel Kalorien zu euch nehmen und dadurch zu viel Körperfett anspeichern. Und ihr werdet schon relativ schnell wieder in diese Zwickmühle kommen, dass ihr eigentlich schon wieder abnehmen wollt, während ihr eigentlich Körpergewicht zunehmen wollt, aber allerdings wirklich nur zum größten Teil in Muskelmasse. Also, wenn ihr euren Kalorienüberschuss moderat haltet, ich mache jetzt keine großen Vorgaben, aber ich sag mal, alles, was die 500 Kalorien am Tag übertrifft, ist einfach unnötig, egal wo ihr gerade steht, dann braucht ihr wahrscheinlich auch gar kein Mini-Cut, wenn es gut läuft und wenn ihr sozusagen auch keine Ausreißer habt. Das heißt, wenn ihr euch immer relativ gut in dieser Range bewegt, dann werdet ihr auch wirklich sehr, sehr langsam Körperfett anspeichern und so ein Mini-Cut ist unter Umständen gar nicht nötig. Ja? Ich habe das auch in den letzten Monaten oder im ganzen letzten Jahr so gemacht. Ich habe einen Mini-Cut vor der FIBO gemacht, 3 Wochen. Das war eher aus dem Grunde heraus, dass ich zu FIBO noch mal ein bisschen besser in Form sein wollte. Nun habe ich nach exakt 6 Monaten wieder einen Mini-Cut gemacht und damit sind jetzt auch wieder 3 Wochen rum. Und damit werde ich den Mini-Cut auch schon beenden, weil ich jetzt wirklich schon mein Gewichtsziel erreicht habe. Teilweise letzte Woche ist das Gewicht schon zu drastisch gefallen. Deswegen für mich ein Signal, dass ich das hier abbrechen sollte oder dass es reicht schon an Gewichtsreduktion. Und dafür ist der Mini-Cut jetzt letztendlich gedacht, dass ich mir wieder ein bisschen Körperfett reduziere, um jetzt wieder möglichst lange weiter diese Aufbauphase durchzuführen, in der ich meinen moderaten Überschuss fahren kann, ohne dass ich jetzt zu fett werde und wirklich in diese Range über 50% komme. Und so kann ich sehr, sehr lange aufbauen. Also Mini-Cut ist sozusagen wirklich nur eine kurze Pause, um einmal Luft zu holen, bisschen sich einen Bonus zu holen, Körperfett reduzieren, wenn er natürlich jetzt im Anschluss wieder langsam hochgeht. Ja, jetzt habe ich viel geredet, viele Schritte gemacht. Ich habe schon wieder Hunger, deswegen sehen wir uns gleich bei der nächsten Mahlzeit wieder. Hier seht ihr den Grund, warum ich heute Morgen das Snickers-Eis verschmäht habe, damit ich hier 100 Gramm Low-Fat-Käse drauf machen kann. Und ich würde mal sagen, es sieht richtig cheesy aus und so schmeckt es auch, das weiß ich schon. Die Chicken Nuggets sehen noch ein bisschen hell aus, das liegt einfach daran, dass ich das durch beides im gleichen Ofen mache und hier sonst der Käse zu dunkel geworden wäre. Die sind auf jeden Fall durch, halt nicht so knusprig. Man kann nicht alles haben. Zum Dippen gibt es ein bisschen Curry-Gewürz-Ketchup von Hella. Und für die Micros ganz normal Prinzessinnenbohnen habe ich eben in der Mikrowelle warm gemacht, um auch noch mal ein paar Ballaststoffe reinzubekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gehört habt, aber dieses Knacken vom knusprigen Käse und diese noch ganz leicht weiche Kartoffel, Leute, probiert es aus, pimpt das Ganze, ich habe jetzt die Schinkenwürfel drauf gemacht, lasst euer Fantasie freien Lauf, ich schwöre euch, es lohnt sich, es ist richtig, richtig, richtig geil. Da haben wir die Mahlzeit in meinem Fitnessball, ich habe sie mal als Mittagessen getrackt, auch wenn wir jetzt schon fast 20 Uhr haben. Ihr seht, ich habe die Nuggets drin, ich habe den Gewürzketchup Light drin, Kartoffeln habe ich mit 330 Gramm getrackt. Die Schinkenwürfel, die Prinzessinnenbohnen, wie auch immer das heißt. Und der leichte Genuss, 17% Reibekäse. Richtig geile Mahlzeit, wirklich sehr diättauglich mit 880 Kalorien. So, nachdem ich nun diese kalorienarme Mahlzeit zu mir genommen habe, erzähle ich euch nochmal, wie ich diesen Mini-Cut
angegangen bin. Und zwar war es mein Ziel, täglich wirklich ganze 700 Kalorien im Defizit zu sein. Das ist, wenn man jetzt aus so einem 3000 bis 3000 Kalorien Bereich kommt, und dann bin ich wirklich auf 2300 täglich runtergegangen, weil das so meine Einschätzung war, weil ich sowieso teilweise nicht trainieren konnte aufgrund meines Weisheitszahns, dass ich so bei 3000 liegen werde. Und bin dann davon ausgegangen, dass ich nach 3 Wochen dann ziemlich genau müsste ich dann so 1,5 Kilo abgenommen haben. Jetzt, habe ich ja schon erwähnt, ist mein Gewicht aber sehr, sehr drastischerweise gefallen. Sogar sind es mehr als 2 Kilo runter. Und das jetzt nicht nur ein Tag oder so, dass man sagt, okay, das ist auf der Waage irgendwie Wassergewicht etc., sondern wirklich 3 Tage hintereinander. Deshalb gehe ich wirklich davon aus, dass ich sogar schon 2 Kilo abgenommen habe in diesen 3 Wochen, die es jetzt sind. Ich hatte ungefähr gerechnet, dass ich wahrscheinlich 4 machen werde, um jetzt so diese 2 Kilo abzunehmen. Hab jetzt aber schon gemerkt, dass ich die 2 Kilo runter habe, und das war auch das Ziel, und deswegen wird der Mini-Cut jetzt noch bis zum Wochenende durchgezogen. Dann sind es wirklich 3 Wochen und das war es dann auch. Und wenn man dann merkt, es reicht von dem, was man sich als Ziel gesetzt hat, und auch von der Form bin ich jetzt wieder völlig zufrieden, dann sollte man wieder in den Überschuss gehen, weil diese Zeit ist so, so kostbar, die man wirklich nutzt, um Muskeln aufzubauen in idealen Voraussetzungen. Und ich will jetzt halt erstmal schauen, bis Ende des Jahres definitiv, wahrscheinlich sogar länger, noch den Überschuss beibehalten. Also ich bin diesen Mini-Cut sehr rabiat und intensiv angegangen mit diesen 700 Kalorien minus. Ich würde das halt auch jedem empfehlen, weil ihr das für so eine kurze Zeit relativ gut vertragen könnt. Ihr werdet noch keine Kraft verlieren, eure Glykogenspeicher werden nicht geleert bis dahin. Ihr braucht euch keine Sorgen machen, das ist eigentlich eher eine psychologische Sache. Eigentlich kann man in der Zeit sogar auch sein Krafttraining progressiv noch weiterführen. Von daher hat man eher eine kurzintensive Phase, in der man wieder Körperfett reduzieren kann, und dann wieder ja eine lange, lange Phase, in der man ja produktiv Muskeln aufbauen kann. Und das wollen wir eigentlich alle. Statt nur 3-4 Monate, wie es viele machen, oder ein halbes Jahr, wirklich mindestens ein Jahr, vielleicht zwischendurch ein Minicut oder 1, 2 in diesem Jahr, und dann vielleicht 1,5 Jahre draus machen, 2 Jahre draus machen, wenn ihr jung seid. Also eine große Empfehlung an jeden, der damit sich hadert, seinen Aufbau weiterzuführen: Macht wirklich nur so einen kleinen Minicut, quasi eine Bulking-Pause, ein Bulking-Break, und führt dann euren Aufbau weiter, denn das wollen wir alle machen. Shredded sein ist sehr, sehr, sehr sexy im wahrsten Sinne des Wortes, aber nur, wenn da auch Muskulatur drunter steckt. Zum Abschluss des Tages gibt es noch eine Mahlzeit, und was darf bei mir natürlich nicht fehlen? Ganz klar, das Eis natürlich. Bei mir gibt es das Lyca Schoko Vegan Froyo Eis. Ich habe das Eis zu Anfang meines Minicuts entdeckt, zusammen mit Viktor, Patrick und Maxi bei Rewe, und es war die perfekte Entdeckung zum perfekten Zeitpunkt, weil der ganze Becher, der ganze Pint hier hat nur 412 Kalorien, ist extrem low fat und daher ja das Ideale, was ich jetzt sozusagen im Minicut gebraucht habe, um trotzdem jeden Abend mein Eis zu essen. Jetzt gibt es zum Abend hin, ja, schon fast 21 Uhr, nur noch meine Subs. Und zwar sind das wirklich die Basics: Super Omega 3, Vitamin D3, Zink, Citrullinmalat nehme ich nicht abends, das nehme ich nur vorm Training. Und das sind eigentlich auch schon alle Subs, die ich nehme. Hier seht ihr nochmal die Macros von dem Schoko-Eis. 412 Kalorien, ganze 3 Gramm Fett nur. Bisschen Eiweiß, natürlich viel Zucker, aber das ist völlig im grünen Bereich, wenn wir uns jetzt die Gesamtbilanz anschauen. 1300 Kalorien, 47 Gramm Fett, 50 versuche ich eigentlich, hatte ich immer im Schnitt versucht zu schaffen. 310 Gramm Kohlenhydrate, 37 Gramm Ballaststoffe, perfekt, wollte ich genauso haben. 144 Gramm Protein, da bin ich so bei 140 eigentlich so an der Grenze, aber das ist auch okay, da habe ich ein paar Fette dafür weniger. Also ihr seht im Großen und Ganzen alles getroffen, das geht jetzt noch 2-3 Tage so weiter und dann geht es wieder back zu 3150 oder auch mehr, je nachdem wie viel ich am Tag verbrauche. So, ich gehe jetzt mit meinem kleinen Eis ins Bett. Schau noch ein bisschen YouTube, wahrscheinlich die heutige Casey Neistat Folge.
Schreibt mal in die Kommentare, welche YouTuber ihr so gerne schaut, außerhalb der Fitnessszene. Würde mich echt mal interessieren. In die Kommentare schreiben und nächstes Mal beim nächsten Video wieder einschalten.